Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Civilization 6 mit Kublai Khan und den Mongolen. So, jetzt stimmt's. Wir haben nochmal eine Forschung abgeschlossen und damit, also es kam leider als gerade eben am Anfang, das habt ihr gar nicht mitbekommen, können wir nochmal, oder war es wirklich eine Forschung? Ich habe auf jeden Fall etwas abgeschlossen. Genau, den Merkantilismus, den hatten wir abgeschlossen. Das war eine Ausrichtungsforschung. Dann gehen wir als nächstes jetzt hier auf die Aufklärung eventuell. Ja doch, die ziehen wir noch schnell jetzt hier durch. Ich kann deswegen jetzt hier auch den Dreieckshandel hier noch jetzt einfügen. Der bringt uns eine ganze Menge. Und zwar hätte ich ihn ganz, ganz gerne jetzt hier halt. Nein, die Politik würde ich gerne hier mal ändern. Genau, mehr Gold durch Handelswege, denn wir machen jetzt hier noch eine ganze Menge über Handelswege, ne? Mein Plan ist, über Handel so viel zu machen, wie nur geht. So, und wir können auch gerade mal schauen, wie es hier eigentlich um den Nobelpreis steht. Wir haben aufgeholt, sind immerhin schon auf Platz 2, aber Friedrich Barbarossa ist auf jeden Fall noch ganz vorne mit dabei. Also vielleicht überholen wir ihn, aber garantieren können wir es nicht. So, wir haben unseren ersten Spion. Ich möchte meinen Spion hier nach Angkor Thom packen. Und zwar einfach mal, ja, rein Platzierung wählen. Logischerweise geht er erstmal noch nicht anders. In Bologna wird mir ein Theaterplatz empfohlen. Es gibt hier allerdings nicht so viele Orte, die einen Bonus mitbringen. Warte mal, hier. Plus 1 Kultur für jetzt eine Regierungsgeländefeld. Ja, das bringt mir halt einfach nichts. Bringt mir große Künstler, große Musiker, das bringt Ingenieur. Unterhaltungskomplex. Braucht ihr Unterhaltung hier? Ich glaube ja. Oh Gott! Ja! Dringend! Warum empfiehlt mir das Spiel das nicht? Ich habe Fragen. So, das Unterhaltungsfeld muss dringend dahin. Null Annehmlichkeiten, ey. Die Leute würden lieber sterben, als hier zu wohnen, habe ich so den Eindruck. Als nächstes brauche ich jetzt das Aquädukt endlich mal weiter. Du verzischt dich mal so schnell, wie du nur kannst. Sonst überlebst du nämlich nicht mehr lange. Ja, du bleibst hier noch stehen, beziehungsweise die muss ich demnächst mal tauschen. Okay. Überspringen. Überspringen. Wir haben jetzt hier in Heidelberg mit unserem Apostel schon gute Vorarbeit geleistet. Aber der Plan ist ja, jetzt hier sehr viel aggressiver zu sein. Ach Gott, da wär ja ein Buddhist gewesen. Hätte ich das jetzt gerade eben früher gesehen, ne? Ich hole mir nochmal einen Apostel. Das ist aber auf jeden Fall jetzt ein Kampf, der jetzt hier zwischen uns und ihnen weiterlaufen wird. Sie kommen an. Er will immer noch Frieden. Ich sag nein. Puh. So, jetzt haben wir hier diesen Apostel, der bekommt. Oh, religiöse Stärke im theologischen Kampf. Sehr gut. Entschuldigung. Das ist genau das, was ich ja gerade eben brauche. So, du kannst jetzt hier mal da drauf halten. Das hat ihnen schon mal wehgetan. Du verzischt dich jetzt mal da rein. Du gehst da rein und kannst ebenfalls draufballern. Und jetzt machen wir den hier alle. Mit den Pikenieren und Musketieren. Also eigentlich ist es der Gewalthaufen, ne? So, Beförderung verfügbar. Das ist brauchbar. Jetzt sehe ich halt leider nicht, wo der Olle hin ist, ne? Soll mir aber egal sein. Denn mein Plan ist es hier, einen religiösen Weltnotfall auszulösen. So, Moment, jetzt gucke ich mal gerade eben. Kann ich mit dem Deutschen jetzt hier wieder ein Abkommen aushandeln? Ich hätte ganz, ganz gerne. Halt. Vergiss es, das war nicht das, was ich wollte. Eine Allianz. Und zwar hätte ich ganz, ganz gerne mit ihm eine wirtschaftliche Allianz. Denn mit ihm handle ich halt. Mach einen gerechten Vorschlag, Junge.
Ja, das ist okay. Dann mache ich nämlich noch mehr Gold, weil ich ja sehr viel mit ihm handle. Und dann mache ich mit ihm noch eins. Abkommen aushandeln. Ach, ich bin so doof, ey. Allianz natürlich. Da geht halt leider nur eine Forschungsallianz. Aber das bin ich nicht bereit, jetzt hier zu machen. Nö, das mache ich nicht. Aber mit dem Deutschen lohnt sich das, weil da machen wir halt echt sehr viel mehr Geld. Ja, kann ich auch gerade eben nichts machen. Ja, die scheinen ja jetzt hier gerade echt Spaß daran zu haben, hier unsere kleine Festung hier stürmen zu wollen. Das wird ihnen aber nicht helfen. So, Naturgeschichte hat große Fortschritte gemacht. Sauber. Diese Einheit hat ein Level-Up. Gönnen wir uns. Kampfstärke gegen Nahkampfeinheiten. Jawohl. Dann kommt die Standard normale Infanterie. Armbrustschützentruppe meine ich. Und dann machen wir erstmal dich noch zum Heile Heile Segen Projekt. Und dann ist der hier weg. So. Ein Gegner weniger. Die Frage ist, ob ich jetzt hier direkt den Buddhismus angehen will. Ist eine schwierige Frage. Du gehst schon mal da drüben hin. Der Angriff von den Buddhisten, der lässt halt leider nicht locker, ne? Naturgeschichte haben wir einen Bonus. Kauf mit Glauben möglicher Missionare will ich aber gerade eben nicht. Der Deutsche hat eine Dürre. Das macht mir nichts. Mittelalterliche Mauern in Xanadu. Ein Siedler wäre hier schnell gebaut, aber ich will keinen Siedler. Ich möchte eigentlich wieder meine Reiter haben, aber eigentlich bringen die mir nichts. Ein Plänkler würde mir mehr bringen. Ich mach mal einen Plänkler. Einfach nur zum Scouten und so weiter und so fort. So, kommt da jetzt eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht. Ich kann mit ihm hier schon mal dahin gehen zum Scouten. So, und damit habe ich hier schon mal den Gegner hier konvertiert. Der Himmel hat den Bewohnern von Rajavihara die Augen geöffnet, sodass sie sich den treuen Anhängern des Ziegenreiters anschließen, obwohl sie momentan im Krieg mit uns sind. Yes! Ach, das sind die schönen Zeitalterpunkte. Die richtig schönen. Jetzt bin ich sogar am Überlegen, ob wir sogar noch weitergehen. Und ihnen ja, noch mehr Grund geben, hier ihr Leben zu überdenken. Das hier überspringen wir. Der Reiter ist bald geheilt. Das waren richtig gute Zeitalterpunkte. Damit sind wir jetzt hier erstmal aus dem Gröbsten raus. Es sind mehrere Frieden verhandelt worden. Chinguetti hat mit Banda Brunei Frieden. Ach, kann das sein, dass die eventuell ihren Suzerän-Status irgendwo verloren haben? Es wirkt glatt so, ne? Aha, ja, die sind hier gerade eben wieder mit dem Buddhismus am Start. Nein, das mache ich nicht. Und da sind sie jetzt noch. Oh, Allianz für Forschung nehmen wir an. Jetzt ist hier Dortmund neutral geworden. Aber der Buddhismus hat sich hier gerade eben erneut verabschiedet. Ach, ist das schön. Tja, Dortmund wird sich auf unsere Seite schlagen. Da kann ich ja nochmal gleich an den Ketzer verurteilen. Hau weg, den Kerl. Zack, zack, zack. Dann gehen wir hier noch weiter. Die können wir vielleicht auch noch von unserer Religion überzeugen. Ich will ja noch keinen weiteren Dingens ausgeben. Das sehe ich jetzt momentan nicht. Nicht als Notwendigkeit an. Wohnraum benötigt. Ja, ich weiß. Und überall Annehmlichkeiten. Dinge, die ich gerade einfach nicht ändern kann. Vielleicht kann ich noch mal eine Stadt konvertieren.
So, Wissenschaftstheorie hat Die Fortschritte Feder gemacht. ist vielleicht doch nicht mächtiger als das Schwert, doch die Druckerpresse könnte schwerer als die Belagerungswaffe sein. Nur denn alles Da gegen hat er die recht. Natur ist auch gegen die Vernunft, und was gegen die Vernunft ist, ist Unsinn und zu verwerfen. Ja, das ist schon richtig, aber viele Leute verstehen einfach nicht, was Natur ist, ne? Also viele Leute sagen, das ist wieder natürlich. So ein typischer Spruch, den ich mein Leben lang immer wieder gehört habe. Und Leute, eins kann ich euch sagen, ich als jemand, der Naturwissenschaften, insbesondere Biologie, studiert und promoviert habe, weiß, dass das alles gar nicht so eindeutig ist. Es ist nicht immer so einfach, wie man erst sich das vorstellt. Schnelleres Wachstum plus 3 Loyalität pro Runde für Städte nicht auf unserem Kontinent. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Was bist du nochmal für ein Kontinent hier? Was sind wir hier? Kenorland. Und ist das da oben immer noch derselbe? Kenorland? Das ist alles noch Kenorland. Kenorland? Ändert sich das irgendwann mal? Das ist alles Kenorland. Bist du auch ein Kenorland? Das ist Nuna. Okay, also das lohnt sich für uns nicht. Das ist alles hier derselbe Kontinent. Dann gehen wir jetzt in die Wissenschaftstheorie hier hinein. Mehr Nahrung für die Plantagen ist super. Und wir gehen. Will ich ins Bauwesen rein? Gib nochmal einen Gouverneurstitel. Oder 2 Gesandte für den Kolonialismus. Ich nehme das. Ich nehm das, ja. So, wir feuern nochmal auf das Städtchen hier. Da ist ja glatt ein Ritter drin. Das ist ja mal spannend, dass da ein Ritter drin ist. Schießen wir auch drauf. Der kommt echt nicht zum Reparieren, das ist offensichtlich. Ich suche jetzt hier immer noch seinen komischen Kauz da, ne? Aber da ist keiner. Will ich das? Ich schieß mal drauf. Im Zweifelsfall ist er jetzt halt angehittet. Okay. Das sind noch 2 Turns, das sind auch noch 2 Turns. Es sind viele Dinge in 2 Turns fertig. Hier sind es 5. Ein Turn. 10 Turns. 6 Turns. Okay. Ja, die haben jetzt hier wieder die Ziegenreiter verjagt. Weil sie mich hier erwischt haben. Scheibenkleister, das war ein richtig guter. Ah, ich hätte das Risiko nicht eingehen dürfen. Ne? Ich hatte einfach gehofft, dass sie mich nicht kriegen, aber egal. Das war schlecht. Oh, Tornado. Rückzug. Wir lassen das jetzt hier mal gut sein. Ah, jetzt habe ich den halt echt leider verloren. Das ärgert mich. Na gut, kümmern wir uns erstmal um unsere eigene Stadt. Der hat eine Beförderung verfügbar? Okay, dann wohl erst im nächsten Turn. Ja, die brauchen schon wieder Nahrung, ne? Die stagnieren jetzt hier mal wieder. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen. Ist aber gerade einfach nicht drin. Ich kann wieder einen Apostel kaufen, das ist gut. Kaufen wir wieder einen Apostel. Ja, den Sturm haben wir mitbekommen. Ah, schade. Hier wäre nochmal ein Handwerker jetzt ganz brauchbar. Bauen wir einen. Will ich jetzt den Frieden mit ihm machen? Nein. Diesen Krieg konserviere ich und pack ihn ein zum Mitnehmen. Oh, der Sturm. Oh, 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 oh. Bis jetzt geht er aber wunderbar um meine Sachen rum. Das wundert mich. Okay. Du hast jetzt also ein Level Up.
Fernkampf gegen Land- und Marineeinheiten. Na also. Der hat hier auch noch ein Level Up. Pilger. Drei extra Verbreitungen und erstmalige Bewegungen an mein Wunder. Ja, ich habe ja kein Wunder hier. Also ich hätte hier ein Wunder. Ich müsste die eigentlich da oben ausbilden, ne? Hey, Heidenbekehrung, Kaplan, Apostel fungiert als Sanitäter. Nein, kann halt. Ich glaube, es geht auch später nochmal. Ich schicke ihn jetzt mal da hoch. Aber eigentlich soll ich die da oben rauskloppen. Casa de Contracción. Drei Gouverneurbeförderungen. Alle eure Städte mit einem Gouverneur, die sich nicht auf dem Kontinent eurer ursprünglichen Hauptstadt befinden. Das ist halt wieder total nutzlos, ne? Ja, bis auf die großen Händlerpunkte, die sind gut, aber der Rest ist nutzlos. Kultur für Regenwaldgeländefelder in dieser Stadt. Eins. Sind wieder so richtig mäßig sinnvoll dabei. Ich habe jetzt mal einen Handwerker gekauft und baue danach gleich nochmal einen hier. Was ist mit dir? Wir sind wieder mal in der Phase, wo ich sage, dass Handwerker echt gut wären. Das ist mein Plänkler. Ich glaube, ich will den hier eventuell nach Stockholm schicken. Nach Helsingborg. Das bringt mir nochmal einen fetten Bonus, genau, für die erstmalige Einrichtung, sowie nochmal, oh, Nationalismus, haben wir auch noch einen Bonus bekommen, gut, gut, gut. So, die Händler sind staubig und müde, doch voller Eifer öffnen sie unseren ersten Handelsposten im Gebiet Schwedens. Ja, Technikbonus, das hier interessiert mich nicht, zack, zack, zack. Und nun kann ich Quellen beschaffen. Du gehst jetzt wieder da rein. Du kannst hier warten. Du gehst wieder dahin. Und da fehlt schon die Beweglichkeit. Jetzt sehe ich immerhin, was er hier so treibt, ne? Vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas plündern hier an der Stelle. Genau, du gehst jetzt da noch hin und sorgst dafür, dass hier die Religion der Ziegenreiter wieder verbreitet wird. Du schlummerst hier. Du machst hier mal einen auf Bereitschaft. Jetzt kann ich endlich hier den Kaffee abbauen. Das habe ich viel zu lange verschlafen. Aber die wirklich guten Boni kommen ja erst alle noch. Bin ich echt gespannt, wann Dortmund in meine Richtung endgültig dreht. Das ist eine richtig große, geile Stadt. Da geht was. Da ist eine heilige Stätte dabei, da ist eine Universität dabei. Da ist ein Militärgebäude noch mit dabei. Bam. So, Ziegenreiter am Start. Protestantismus allerdings auch. Das Krasse ist, dass hier der Buddhismus hier unten halt auch noch irgendwie zu wirken scheint. Ja, die Stadt braucht immer noch Nahrung. Ich kann es halt nicht herzaubern. Da darf ich es nicht bauen, da darf ich es nicht bauen, da darf ich es nicht bauen. Das ist ein großes Problemchen. Ich könnte da jetzt noch hingehen. Warte mal. Ist ja theoretisch ist das doch nicht so blöd. Die drei Level-Ups sind eigentlich gar nicht schlecht. Guck ich mal, ob ich den hier nochmal anschießen kann. Den Dortmunder Jungen hier.
Gibt ja immerhin XP, ne? Gott, hier ist echt alles kaputt. So, Kaffee. Nahrung und Gold durch unseren Technologiestand. Auch Nahrung. Wie sieht's mit dir hier aus? Ich verstehe das manchmal nicht. Das ist so wichtig hier, dass man das hier bekommt, ne? Weil es halt Nahrung und Produktion bringt. So, dich hätte ich dann ganz, ganz gerne so schnell wie möglich da oben. Oh, da kommt er jetzt mit den Rittern an. Er will immer noch Frieden. Ich lehne das ab. Wobei er mir 10 Gold gegeben hätte pro 30 Tons. Ja, vielleicht kann ich ihm noch ein bisschen mehr reindrücken. Mehr Motivation. Eieiei. Also ich bleibe dabei, dass ich ein bisschen unterwältigt bin von der Einheit, ne? Ich bin echt unterwältigt. So, du feuerst jetzt auf den Ritter hier. Du stellst dich jetzt hier in den Weg, dass er da nicht hin kann. Jetzt habe ich hier wieder einen Apostel. Ich versuche jetzt mal mit dem Apostel hier nach unten zu kommen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder von irgendwas sofort abgefangen werde. Wäre wieder super ärgerlich. Will ich ein Schutzgebiet hier errichten? Ich behaupte, dass ein Handelsposten fast wichtiger ist für mein jetziges Gameplay. Oder eine heilige Stätte. Hier wäre sogar 3 drin, aber dann würde ich das hier vielleicht. Würde man das trotzdem abbauen? Ich glaube ja, wenn da ein Arbeiter drauf ist, ne? Hm. Mach da die heilige Stätte. Ich repariere mal das Lager hier. Das immer noch ordentlich Schaden genommen hat. So, ihr sollt jetzt... Genau, warte mal. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr Verbreitung. Das ist gut. Ich muss jetzt echt nach Norden gehen und jetzt mal diesen Protestantismus zurückdrängen. Der hier auch immer ganz keck versucht, hier Fuß zu fassen, ne? Ihr seht ja, was hier los ist. Meine religiöse Freiheit ist in Gefahr. Boah, ey. Das nervt gerade. Okay, die haben ein bisschen Fehler gemacht. Die haben sich jetzt hier voll dazwischen gestellt. Das Teil kann gerade eben gar nicht mehr schießen. Finde ich aber gar nicht gut. Das ist eine Artillerie, ey. Die macht halt einfach meine Unit dann ganz schnell weg, ne? Egal. Bam! Ich wollte gerade schon sagen... Es sind 4 Musketiere, 3 schießen und der Ritter grinst einfach nur weiter. So, wir haben Fortschritte beim Rasegel gemacht. Das war ja offensichtlich, dass das Töten eines Ritters mit Musketieren Boni beim Rasegel bringt. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, aber es wirkte gerade so. Ich gucke gleich nochmal, wodurch ich diesen Bonus bekommen habe. Ich ärgere mich immer noch, dass ich das hier nicht raiden kann, ne? Eigentlich müsste ich die hier voll niederreiten können, aber ich kann es nicht. Na also, es wird. Jetzt gehst du da noch hin und bringst denen hier auch noch die frohe Kunde. So, ich habe das absichtlich gemacht, weil jetzt kann ich nämlich das hier wegmachen. Zack, dann geht das hier schneller. Und dasselbe werde ich jetzt hier gleich machen. Dann bekomme ich nämlich diese 3 Level-Ups für die Gouverneure und die will ich haben. Heidelberg. Oh, warte mal, das ist... Ich kann hier an Salz rankommen. Boah, der Handwerk gebraucht hat hier einfach 500 Jahre. Erstmal eine Stadtmauer in Heidelberg errichten.
Du regenerierst hier, Musketier. Du schlummerst hier. Du bist hier in der Bereitschaft. Ich könnte da unten halt noch den Buddhismus versuchen zu verbreiten, ne? Ach, guck mal, wer da ist. Da ist schon wieder ein Apostel von denen. Die hören auch echt nicht auf, ne? Das sind, die haben gleich mehrere davon. Ey, wenn du willst, ich mache jetzt, ja, 13 pro Runde finde ich in Ordnung. So. Er will Kaffee. Nee. Machen wir nicht. Hä? Sie denunziert mich, okay? In Schweden kennen wir viele lustige Volkslieder, die euch als Schurken zeichnen. Selbst die einfachsten Künste zeigen die Wahrheit des Lebens. Ja, okay. Ich glaube, daher sie mich jetzt denunziert hat, bin ich mir sehr sicher, dass sie jetzt demnächst angreifen wird. So, die versuche ich jetzt hier gleich noch zu konvertieren. Mit aller Macht, die mir zur Verfügung steht. Allianzstufe gestiegen, super. Das ist ein Ausbruch. Also ich ahne, dass jetzt hier eventuell eine Attacke der Schwedin kommt. Aber ich sehe noch keine Truppen. Ja, das sind die ganzen Friedensverhandlungen, die jetzt hier stattgefunden haben. Bis jetzt, wo sie mich denunziert hat, können wir ja eigentlich auch mal überlegen, ein bisschen entgegenkommen zu werden. Ist nur so eine Idee. Ich muss dann noch diese eine Katapult-Unit hier nochmal aufstufen. Und dann sehen wir weiter. So, apropos weitersehen. Hier holen wir uns jetzt nochmal einen Apostel. So. Und dann... Oh Gott, die hat echt Hass, ne? So, soll andere sagen, was sie wollen. Die Blüte des Industriezeitalters begann durch den Kolonialismus bei uns, den Mongolen. Profisport hat aus. Wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Man sollte nie vergessen, dass Politik, Kolonialismus, Imperialismus und selbst der Krieg dem menschlichen Gehirn entstammen. Das ist richtig. So, warte mal, was ist das hier? Mehr Gold und Produktion für Städte, die... ja, das ist wieder mal Quatsch. Oh, warte mal, wenn ich mit Stadtstaaten handle... Ja, das ist mir aber auch gerade egal. Okay, ich werde keine Politik ändern, definitiv nicht. Aber ich muss natürlich eine Ausrichtung... Bauwesen wäre... Oder Naturgeschichte, da habe ich jetzt auch schon den Bonus. Das bringt mir halt hier schon mal die Möglichkeit, Zoo, Eremitage, Riesenrad und so weiter und so fort vorzubereiten. Oder... Nee, ich mach das da. Bauwesen finde ich gerade praktischer. Und beim Forschen, ich wollte gerade mal beim Ra-Segel gucken, wo der... Tatsächlich besiegt er den einen mit einem Musketier. Okay. Das war tatsächlich in dem Zusammenhang. Will ich die Militärakademie haben? Kavallerie, Kürassier. Nee, ich mache erstmal das da. Ich möchte jetzt hier mal in die Industrialisierung vorstoßen dürfen. Du hast hier ein Level-Up. Kann die Apostel fungiert als Sanitäter. Religiöse Verbreitung, Element 75. Es existieren Drucks anderer Religionen. Das finde ich gerade sehr brauchbar. Immer noch wenig Wohnraum. Ach Gott, ey. Annehmlichkeiten. Das Problem bleibt bestehen. Ich sag's euch. So, das hier ist nur noch 17 Turns. Jetzt machen wir es nochmal mit Magie. Bumm. Runter auf 14 Turns. Was können wir hier eigentlich noch machen? Das sind Regenwaldfelder, die halt echt schrecklich sind, ne? Botschaftskanzlei. Das hier wird empfohlen. Große Simbabwe. Gibt noch mehr Handelswegkapazität. Machen wir. Wir werden jetzt auch noch diesen Dschungel hier noch niederreißen. Das bracht hier auch nochmal einen Bonus. Was der Stadt hier sehr zugute kommt. Da oben. Pferdchen.
Ja, jetzt müssen wir die halt hier alle durch dieses Nadelöhr pressen, ne? Das ist das Problem. Da kommen wir nicht so schnell durch. Bracht uns aber nochmal insgesamt zwei weitere Zeitalterpunkte. Und in Bologna. In Bologna bauen wir. Die brauchen ja eh noch Annehmlichkeiten, ne? Ja, bauen jetzt eine Arena. Es ist halt echt schrecklich, ne? Die haben halt echt null Annehmlichkeiten. Wie sieht's mit euch aus? Die haben halt zwei. Gott. Auch ein Unterhaltungsgedöns. Baue ich denn das Unterhaltungsgedöns hin? Dahin. Mittelalterliche Mauern. Ja, bauen wir hier als nächstes. Er hier wird verfolgt. Schade, er ist damit hier schon komplett weg. Ich habe zwei weitere. Ich möchte meinen Suzerän-Status bei manchen Städten einfach noch mehr sichern und deswegen packe ich da noch mal ein paar Punkte rein. Und ich sehe, dass jetzt hier die Folge endgültig mal enden muss. Wir sind schon sehr, sehr über die Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.